min sol, då brister av ångest mitt bröst. Då finnes på jorden från pol till pol ej någon som skänker mig tröst. Ja, Lina fand den Herbst ziemlich trostlos. Aber in dieser Zeit gab es auch Dinge, die sie mochte. Dazu gehörten auch die Katechismusprüfungen. Ist das wahr? Stimmt's, dass wir jetzt mit dem Katechismus drankommen? Werden wir geprüft? Mhm. Am Samstag in 8 Tagen. Also lern schön, damit du auch richtig antworten kannst. Ich mag sie richtig, diese Katechismusprüfungen. Aber ich mag nicht alle Fragen gleich. Manchmal weiß ich einfach nicht, was ich antworten soll. Ja, ja. Was die biblische Geschichte betrifft, bist du nicht besonders gut. Aber ich nehme an, dass das der Herr Pastor auch weiß und dir nur leichte Fragen stellt. Ja, hoffentlich macht er das auch. Worauf sich Lina bei der Katechismusprüfung am meisten freute, war das gute Essen, das es da gab. Und da war sie nicht die Einzige. Alle Gemeindemitglieder waren eingeladen, auch die Armen aus dem Armenhaus. Ich nehme an, dass ihr euch unter dieser Katechismusprüfung gar nichts vorstellen könnt. Aber damals war es eben so, dass die Leute etwas davon wissen mussten, was in der Bibel und im Katechismus stand. Und darum musste der Herr Pastor ab und zu kontrollieren, wie es um dieses Wissen bestellt war. Musst du mich wirklich auch noch verhören? Reicht es nicht, wenn das der Herr Pastor macht? Wenn du es immer falsch sagst. Jetzt hör doch mal. So wie wir unseren Herrn lieben und fürchten, so lieben und fürchten wir auch unseren Ehegemach. Das ist doch nicht schwer. Mal sehen, ob ich's kann. So wie wir unsere Ehegemahlin lieben und fürchten. Ach, du bringst alles durcheinander. Und Gott sagte, lasset uns den Menschen machen als unser Ebenbild. Und so hat Gott zuerst den Mann erschaffen und er nannte ihn Adam. Dann schuf er die Frau und nannte sie Eva. Und so wurde Eva zur Mutter alles Lebenden. Und Gott segnete sie. Dann befahl er ihnen, seid fruchtbar und mehret euch. Erfüllt die Erde und macht sie euch untertan. Er hatte ihnen ziemlich lange von Adam und Eva erzählt, dass sie die ersten Menschen auf der Erde waren, dass sie im Paradies wohnten. Und selbstverständlich war er davon überzeugt, dass jeder ihn verstanden hatte. Nun, Lina, wie hießen unsere ersten Vorfahren? Tor und Freier. Als Michels Mutter Linas Antwort hörte, schämte sie sich, weil Tor und Freier zwei alte Götter waren, an die die Leute von Smorland vor 1000 Jahren in der heidnischen Zeit geglaubt hatten, bevor ihnen überhaupt jemand etwas von der Bibel erzählt hatte. Aber Lina, weißt du wirklich nicht mehr, dass die ersten Menschen Adam und Eva hießen? Doch, das weiß ich. Und Gott schuf sie nach seinem Ebenbild. So war es, das weiß ich. Ganz recht, Lina, so war es. Zuerst schuf er den Mann und dann? Dann hat er eine Reibe genommen und daraus die Frau gemacht. Nein, Lina, er nahm keine Reibe, sondern eine Rippe. Ja, natürlich so. So war es wohl. Auch du bist als Ebenbild Gottes geschaffen worden, Lina. Hast du schon einmal darüber nachgedacht? Ja, also, allzu oft bestimmt nicht. Du bist aber ein Wunderwerk Gottes. Verstehst du nicht das Wunderbare, dass er dich geschaffen hat? Ja, das wird schon so sein. Aber, also ich meine, das war wohl nicht so was Besonderes, gerade mich zu machen. Höchstens die vielen Schnörkel, da in den Ohren drin. Die waren bestimmt ziemlich schwierig zu machen. Michels Mutter meinte, alle Bewohner vom Katulthof müssten sich schämen, weil Lina so dumme Antworten gab. Michel. Tor und Freier. Du wirst in alle Ewigkeit eine Heidin bleiben, das ist mal sicher. Also, die bringen da so viel durcheinander. Warum soll ausgerechnet ich alles wieder in Ordnung bringen? Na?
Es wird bald was zu essen geben. Ja, das sehe ich. Was für ein Überfluss an Gottesgaben. Ich dachte immer, die Bibel sei das Wichtigste und der Katechismus. Aber für dich ist ganz etwas anderes wichtig. Du kümmerst dich mehr um die Fleischklöße und um den Salat, um die Würstchen und... Oh, und Käsekuchen. Alles zu seiner Zeit, Anton. Den Katechismus zu seiner Zeit und den Käsekuchen zu seiner Zeit. Ja, jetzt war es wohl an der Zeit, dem Käsekuchen Ehre anzutun. Also das ist wirklich ein guter Käsekuchen gewesen. Da bin ich aber sehr froh, dass er geschmeckt hat. Bitte zugreifen. Danke, danke. Hör mal, Michel, bist du so nett und machst den Hühnerstall zu? Ja, mach ich. Komm aber gleich wieder. Noch etwas Sahne gefällig? Hast du ein schönes Stück Brot, Lukas? Mein braves Pferd. Nein, für euch habe ich nichts mehr. Aber wenn ich später wiederkomme, kriegt ihr ein richtiges Festessen von mir. Hinter dem Schweinestall lag das Plumpsklo. Ja, so hat man das damals genannt. Nun denkt ihr vielleicht, dass das nicht gerade eine feine Bezeichnung ist. Aber es hatte noch einen anderen Namen. Und zwar wurde es nach seinem Erbauer, einem Knecht namens Trisse, auch die Trissebude genannt. Alles ist verriegelt. Alles ist verriegelt. Jetzt ist alles verriegelt. Michel! 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 Hey! Alles ist verriegelt! Alles ist verriegelt! Jetzt ist alles zu! Michel! Oh! Ich hätte es mir denken können. Das Taschenmesser steckt natürlich in meiner Arbeitshose. Ja! Oh. Michel! Früher oder später muss jemand herkommen. Aber um den tut's mir schon jetzt leid. Denn der Erste, der hier reinkommt, den bring ich um. Das war wirklich sehr ungerecht von Michels Vater und gar nicht nett. Allerdings muss man auch berücksichtigen, wie wütend er war. Nun bin ich der Meinung, dass es Aufgabe der Gemeinde ist, die notwendigen Reparaturen am Pfarrhof so bald wie möglich durchzuführen. Und außerdem muss auch das Armenhaus renoviert werden, aber das Problem ist noch nicht so dringend. Kennst du die Galoschen? Weißt du, wem die Galoschen gehören? Das sind die vom Pastor. Und darum könnte man... Also da könnte man doch... Ich will jetzt hier raus. Und wenn ich mich durch das Loch da oben zwängen muss, ich zerspring gleich vor Wut. Wenn man nur richtig wütend ist, geht alles. Ah!
Was macht ein Kirchenältester, wenn er mit einer Körperhälfte draußen im Regen ist und mit der anderen im Klo steckt? Schreit er um Hilfe? Nein, denn er kennt ja die Lönneberger. Und er weiß, dass das Bekanntwerden seines Zustands ein so gewaltiges Hohngelächter in ganz Moorland auslösen würde, dass es ihn sein Leben lang verfolgen würde. Also diese Katechismusessen, die mag ich nicht. Ich schon. Das ist nämlich gut für die Schweine. So ein feines Essen bekommen die sonst nie. Michel! Wo ist der Fachalte? Sag ihm, er soll ein Kilo Dynamit mitbringen. Damit werde ich die ganze Pressebude in die Luft sprengen. Verstanden? Komm sofort, Alfred, und bring ein Kilo Dynamit mit, wenn du welches hast. Was? Komm! Das war wirklich ein Jammer. Die Sache mit dem Dynamit hatte Michels Vater natürlich nicht so ernst gemeint. Immerhin erwies es sich aber als notwendig, ihn herauszusägen. Anders ging es nicht. Wart es nur ab, bis ich erst draußen bin. Das wird nicht lustig für dich, das kann ich dir versichern. Warum musst du hier auch noch mit dem Regenschirm rumstehen? Damit dir der Regen nicht auf den Kopf fällt, Papa. Na, das macht jetzt auch nichts mehr. Ich bin sowieso schon pitschnass. Ich werde mich erkälten und eine Lungenentzündung bekommen, das ist ganz sicher. Eine Erkältung kriegst du bestimmt nicht. Die Hauptsache ist, dass man trockene Füße hat, richtig? Ja, ja. Die Hauptsache ist, dass man trockene Füße hat. Das stimmt. Ja. Ich bin auch gleich damit fertig. Oje, oje, oje. Du wirst es schon erleben. Michel, du verflixter Bengel. Das wirst du büßen. Stehen bleiben, stehen bleiben. Michel! Michel, halt! Wirst du wohl aufmachen? Stell dir vor, ich höre gar nichts. Michel! Warst du denn so lange? Darüber unterhalten wir uns später noch. O Herre, full of Not, netter Vorradar, du tecknat i dit Rot. Vielen Dank für den schönen Tag. Danke euch. Danke, danke. Und so danken wir alle unseren Gastgebern für den heutigen Tag. Danke. Wir danken. Also, das ist meiner. Ich hab gleich gewusst, dass der nicht passt. Was kann ich dafür? Da muss man eben Geduld haben. Also dieser Michel, das ist eine richtige Landplage. Man sollte ihm die Hosen stramm ziehen. Das hilft auch nichts. Na dann, auf Wiedersehen. Adieu. Setze ich einen Fuß auf den Katholthof und schon gar nicht in Galoschen.
Trotzdem ging das Leben auf Kathult weiter. Michel! Und alles blieb beim Alten. Am Abend saßen alle gemeinsam in der Küche und beschäftigten sich. Jeder mit irgendetwas anderem. Der wächste Oppenblume, Julianas lila Graf. Den Blumas gab ich wieder, hat Julianas Blume. Oh, verflixt! Was ist denn? Hast du dich geschnitten? Oh Gott, ist es schlimm? Jedenfalls wird es nicht besser, wenn du fluchst. Ich möchte keinen Fluch hören, nicht in meinem Haus. Warte einen Augenblick, Alfred. Ich helfe dir gleich. So. Wir haben's gleich. Das hat aber stark geblutet. So, jetzt. Gut, jetzt kann ich... Ich kann bestimmt wieder schnitzen. Alfred und Michel waren nämlich damit beschäftigt, Harkzähne für die Rechen zu schnitzen. Das war die richtige Beschäftigung für einen Winterabend. Alle zerbrochenen Teile wurden ersetzt und im Frühling war alles wieder in Ordnung. Lass Lina in Ruhe. Du hinderst sie nur daran, ihre Arbeit zu tun. Wen soll ich denn dann kitzeln? Es muss unbedingt jemand sein, der kitzlig ist. Ja. Da bin ich die Richtige, bestimmt. Das muss man sagen. Kurz vor Weihnachten fiel der erste Schnee. Von allen Gespenstern, die ich gesehen habe, war das Gespenst im Pfarrhof das Schlimmste. Es stand im Dunkeln auf dem Pfarrhof-Dachboden und hatte keinen Kopf. Du hast auch keinen Kopf, so kommst du mir jedenfalls vor, Krösermeier. Ich hab dir doch gesagt, du sollst den Kindern keine Angst einjagen. Doch, erzähl schon. Hat das Gespenst wirklich keinen Kopf gehabt? Nein, und jetzt sage ich kein Wort mehr. Vid sjöa strand, det blåser kallt, kallt väder ifrån sjön. Och tvenne döttrar i hatte, han det blåser kallt, kallt väder ifrån. Das schneit ja. Seht euch das nur an. Oh je. Und außerdem haben wir Nordwind. Da wird sicher ein schlimmes Wetter kommen. Wie soll ich denn da nach Hause kommen? Das frage ich mich. Du kannst die Nacht über hier bleiben. Schlaf auf dem Küchensofa bei Lina. Dann musst du aber so steif wie eine Leiche liegen bleiben. Denk dran, wie kitzlig ich bin. Beweg du dich nur nicht, dumme Ziege. Was ist denn mit dir? Fühlst du dich nicht wohl? Mein Daumen tut mir so weh. Was denn? Noch immer? Ist es noch nicht besser geworden? Ich mach mal den Verband ab. Gott bewahre, wie das aussieht. Das ist ja eine Blutvergiftung. Ja, ja, sowas ist furchtbar gefährlich. Ist das wirklich eine Blutvergiftung? Nein. Ganz so schlimm scheint es nicht zu sein. Aber es sieht auch nicht gut aus. Ich werde mal einen frischen Umschlag machen. Tja, aber wenn es bis morgen nicht besser ist, Alfred, dann fährst du hinüber nach Marianne Lund und zeigst deinen Finger dem Doktor. Das ist eine Blutvergiftung. Ich sag's dir doch. Bla, bla, bla. Im Frühjahr hast du behauptet, ich hätte die Schwindsucht. Ja, es sah auch ganz so aus. Deine Lungen haben so gerasselt, dass man es in der ganzen Gegend gehört hat. In dieser Nacht stürmte und schneite es im ganzen Smallland.
heute kann Alfred den ganzen Tag Schnee schippen. Aber er kann es auch sein lassen. Es nützt nämlich sowieso nichts. Wo steckt übrigens Alfred? Warum kommt er nicht zum Essen? Ja, er ist doch sonst immer so pünktlich, wenn es ums Essen geht. Er wird doch nicht ernsthaft krank sein. Ein schlauer Bursche, der Michel, dass er selbst den Schnee vom Weg zum Schuppen wegschaufelt. Man kann nie wissen, wie man ihn plötzlich braucht. Die dumme Lina. Sie hatte keine Ahnung, dass Michel zu Alfred unterwegs war. Bist du das, Michel? Ja. Mensch, es ist hier kalt drin. Warum hast du denn nicht geheizt? Ist was mit dir, Alfred? Ich weiß nicht. Kommst du nicht rüber zum Essen? Ich bin nicht hungrig. Jetzt wurde Michel erst richtig unruhig. Wenn Alfred keinen Hunger hatte, dann musste es wirklich schlecht um ihn stehen. Nachdem Michel ein Feuer im Kamin gemacht hatte, lief er hinüber ins Haus, um seine Mutter zu holen. Aber dann kamen sie alle zu Alfred, weil sie sich große Sorgen um ihn machten. Um Himmels Willen, wie sieht's denn hier aus? Ich sag's doch, das ist eine Blutvergiftung. Ich hab's gleich gesagt. Und wenn der rote Streifen das Herz erreicht, dann ist es aus mit ihm. Dann stirbt er. Alfred. Wirst du wohl still sein, Grüßer Meier? Doch, bei Johannes im Beckholt war es ganz genauso. Der ist ganz einfach weggestorben an so einer Blutvergiftung. Und bei der Magd im Bastelfall war es das gleiche. Eine Blutvergiftung und weg ist sie gewesen. Wirst du jetzt endlich damit aufhören, Grüßer Meier? Oh, Jesus. Alfred. Nein, nein, deswegen werden wir doch nicht aufgeben, Alfred. Es gibt eine Heilung, sowas gibt es. Wie denn? Also man muss ein paar Haare von ihm nehmen und einen Stoff fetzen von seinem Hemd und alles um Mitternacht an der Nordseite vom Haus vergraben. Aber es muss unbedingt die Nordseite sein. Du bist ja übergeschnappt. Natürlich muss man eine Beschwörungsformel dazu sprechen. Toi, toi, toi. Schickt der Teufel Schmerz und Unglück, schickt's ihm wieder zurück. Toi, toi, toi. Es reicht schon, dass Alfred geflucht hat, als ihm das Missgeschick mit dem Daumen zugestoßen ist. Und wenn irgendwas da draußen vergraben werden soll und das bei diesem Wetter, dann macht das nur selbst, Grüßer Meier. Nein, wenn's niemand anders für ihn macht, dann kann ich ihm auch nicht helfen. Was soll das Altweibergetratsche? Es geht darum, dass Alfred bald wieder gesund wird. Ja, ja, Michel, er wird schon gesund werden. Ganz gewiss wird er gesund. Natürlich wirst du gesund werden, Alfred. Das ist mir vollkommen klar. Aber was mir nicht in den Kopf will, wie sollen die mit dem Sarg durch diese schmale Tür kommen? Hör mal, Vater, du musst Alfred zum Doktor noch mal hier in den Lund bringen, wie es Mutter gesagt hat. Aber das geht im Augenblick nicht, Michel. Nicht bei dem Wetter. Doch. Nein, glaub mir's doch. Du kannst uns glauben, dass wir Alfred so gut es geht helfen wollen. Aber du siehst doch selbst, wie viel Schnee da ist. Also mir macht das überhaupt nichts. Es ist wirklich zum Heulen, dass ihr ihm gar nicht helfen wollt. Er kann doch nicht einfach liegen bleiben und sterben. Aber nein, Michel, wir hoffen wirklich, dass er das nicht tut. Dann musst du ihn zum Doktor bringen. Aber das geht jetzt nicht. Ich hab dir gesagt, es geht nicht. Ich hab gedacht, dass wir im Frühjahr heiraten werden. Aber das geht nicht mehr, weil es zu Ende geht mit Alfred. Und ich bleib sitzen mit vier schönen Bettlern und ein Dutzend Handtüchern. Oh, und das nicht zum Heulen. Ich kann's verstehen, dass dir das nahe geht. Mutter? Es geht wirklich nicht, Michel. Du musst es mir glauben. Jetzt war es auch Michel klar. Es war unmöglich, Hilfe zu bekommen. Den ganzen Tag saß Michel bei Alfred. Noch nie in seinem Leben war ihm ein Tag so lang vorgekommen. Bist du hier, Michel? Ah.
Michel diesen Schnee hasste. Er hasste ihn so heiß, dass davon der ganze Schnee in Lönneberger, ja in Smorland, hätte schmelzen können. Aber es sah eher danach aus, dass die ganze Welt in Schnee versinken würde. Michel. Na, wie geht's dir, Alfred? Ich hab dir ein bisschen Fleischsuppe gebracht. Nein, danke. Ich will gar nichts haben. Aber Alfred, wenigstens einen Löffel voll. Du kannst nicht so daliegen und vor unseren Augen verhungern. Nein, danke. Ich bring nichts runter, lasst mich. Aber du musst auf jeden Fall etwas von der Suppe essen, Michel. Ach Mutter, was können wir denn mit Alfred machen? Ach Michel, ich wäre froh, wenn ich das wüsste. Aber ich weiß auch nichts. Alfred! Alfred! Oh, Jemine, armer Alfred, bist du nicht bei dir? Lass ihn jetzt bloß zufrieden! Du musst endlich ins Bett, das hat deine Mutter gesagt. Ich bin extra rübergekommen, um dich zu holen. Ich will aber nicht in mein Bett gehen. Ich schlafe hier auf dem Boden neben Alfred. Und so geschah es. Michel holte sich eine alte Matratze und eine Pferdedecke. Mehr brauchte er nicht, um schlafen zu können. Komm nur rein, Katze. Um Stunde verging und Michel hatte immer mehr das Gefühl, dass unbedingt etwas geschehen müsste. Bald würde es sonst zu spät für immer sein. Und dann so, gegen 4 Uhr morgens, wusste Michel, was er zu tun hatte. Alfred konnte nicht da in seinem Bett liegen bleiben und einfach sterben. Nein, das durfte nicht sein. Also jetzt fahren wir zum Doktor, Alfred. Hörst du mich? Michel musste weg sein, bevor jemand aufwachte und ihn daran hindern konnte. Nur eine Stunde Zeit blieb ihm für die Vorbereitungen. Wie er das geschafft hat, weiß niemand. Thank you.
war mit Schnee bedeckt, aber Lukas, das Pferd, war schon öfter in Marianne Lund gewesen. Vielleicht war der Weg dorthin doch noch in seinem Pferdegedächtnis eingegraben. Fühlte sich stark wie ein kleiner Ochse, aber wie er immer wieder den Schlitten ausgraben musste, das würde er nie vergessen. Wenn man stark sein muss, dann ist man auch stark. Verstehst du das, Lukas? Vielleicht hatte Vater doch recht, als er sagte, das geht nicht, Michel. Und du weißt auch, dass es nicht geht. Wir müssen weiter, Lukas. Es muss einfach gehen. Schon tot. Da vorne ist der Bankhof Stelle. Ich laufe hin und hol Hilfe, Alfred. Himmelswillen kommst du her? Bei so einem Wetter sollte kein Kind draußen sein. Kannst du mir bitte helfen? Ich hab Alfred auf dem Schlitten und er ist sehr krank. Wir stecken in einem Graben fest. Wo hast du deinen Vater gelassen? Du bist doch bestimmt nicht allein. Doch, sonst ist da niemand. Alfred ist ja so krank. Da muss ich dir ja wohl helfen. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Aber Lukas ist völlig am Ende, der schafft es nicht mehr. Also bitte ich dich, leih mir doch dein Pferd für das letzte Stück nach Marianne Lund. Bei diesem schrecklichen Schneetreiben musst du schon dein Pferd behalten. Thank you.
aber bis in einer halben Stunde ist bestimmt wieder alles zu. Also beeil dich lieber. So, der Nächste, bitte. Herr Doktor, Alfred liegt draußen auf den Schlitten und stirbt. Gunnar, Erik, kommt und helft mir. Ja, ja. Ihr Männer und Frauen, geht erst mal wieder. Das hier ist jetzt wichtiger. Jetzt bekam Michel erst richtig Angst. Wenn es nun trotz allem zu spät war, wenn es keine Rettung mehr für Alfred geben würde. Ich gebe dir alles, was ich habe, wenn du ihn wieder gesund machst. Du bekommst auch mein Pferd. Meinst du, dass es geht? Du kannst dein Pferd behalten und alles andere auch. Ich tue sowieso alles, was ich nur kann. Aber irgend etwas versprechen kann ich dir nicht. Da bist du ja, Michel. Ja, Michel ist da. Aber es wäre besser, wenn du jetzt für eine Weile hinausgehst. Ich bin nämlich gezwungen, Alfred ein bisschen aufzuschneiden. Ich glaube, er hat ein bisschen Angst davor. Da ist es vielleicht doch besser, wenn ich bei ihm bleibe. Ja. Wenn du es geschafft hast, ihn hierher zu bringen, dann schaffst du das hier auch. Da bin ich sicher. Und so nahm Michel Alfreds gesunde Hand und hielt sie fest, während der Doktor den anderen Arm aufschnitt. Alfred gab keinen Laut von sich. Er schrie nicht auf, noch weinte er. Nur Michel weinte ein bisschen, aber so leise, dass es niemand merkte. Nur wir beide, Alfred. Ah, wir beide. Du und ich, Michel. Nein, sowas. Du kannst schon wieder nach Hause, Alfred. Ja, wir fahren nach Hause. Dafür musst du dich aber bei Michel bedanken. Hab ich schon längst gemacht. Ich hab den Jungen vom Katholdhof schon immer gemocht. Ich verstehe nicht, dass es Leute gibt, die was gegen ihn haben. Schließlich gibt's doch kaum einen Jungen, der nichts anstellt. Mutter! Mutter, Michel und Alfred kommen! Ja, ja. Jetzt waren sie alle verstummt. Jetzt wussten alle in Lönneberger, was für ein Held Michel war. Jetzt wollte ihn keiner mehr nach Amerika schicken. Jetzt kommt Michel! Und Alfred! Wirklich? Gott sei Dank! Vater! Vater, Sie sind da! Michel und Alfred! Lob und Dank unserem Herrn. Nach dem fürchterlichen Erwachen, als der Vater am Morgen entdeckte, dass Michel und Alfred verschwunden waren, schlug ihm das so auf den Magen, dass er sich ins Bett legen musste. Zuerst glaubte er, er würde seinen Jungen nie mehr im Leben wiedersehen. Dann drang zwar die Nachricht zu ihm, dass Michel gut in Marianne Lunn angekommen war, aber die Bauchschmerzen blieben, sogar als Michel nach Hause kam. Ich bin wieder da, Papa! Ja, ich sehe dich da. Du bist wirklich ein braver Junge, Michel. Ja, wir haben ihn wieder, unseren Michel. Bist du sehr krank, Papa? Nein, ich hab's nur ein bisschen mit dem Magen. Ich hab mir aber einen warmen Topfdeckel draufgelegt. Das hilft immer. Doch, das stimmt schon. Wenn man Bauchschmerzen hat, gibt es nichts Besseres als einen warmen Topfdeckel. Allmählich müsste er mal wieder warm gemacht werden. Das kann ich ja machen. Ich weiß jetzt, wie man Kranke pflegt. Dann gib mir doch jetzt mal ein Glas Saft. Ja, mach ich. Ihr könnt euch ruhig mal den Daumen ansehen, wenn ihr wollt. Das ist bestimmt der merkwürdigste Daumen von ganz Lönneberger.
Darauf brauchst du gar nicht stolz zu sein. So eine Blutvergiftung kann sich sehr lange hinziehen, glaubst nur. Und das Schlimmste ist dabei, dass man noch ganz lange krank ist, obwohl die Krankheit schon längst vorbei ist. Ja, ja, das kannst du mir glauben, so ist das. Ja, und außerdem kriegt man die Schwindsucht davon, hat der Doktor gesagt. Ach, das hätte ich fast vergessen. Der Doktor hat mir einen Brief mitgegeben. Er hat dir einen Brief mitgegeben? Sie haben einen Jungen, auf den Sie stolz sein können, stand in dem Brief. Später schrieb Michels Mutter in eins ihrer blauen Hefte, wie das mein armes Mutterherz getröstet hat. Ach, mein Kleiner. Wenn du jetzt keine Blutvergiftung hast, können wir doch im Frühjahr heiraten, nicht wahr? Also, das verspreche ich dir nicht. Ich habe ja noch einen Daumen. Wer sagt denn, dass ich an dem nicht auch noch eine Blutvergiftung bekomme? Wenn du noch mal eine kriegst, dann begrabe ich dich in der Nordseite vom Haus. Noch mal nach Marienlohn fahre ich mit dir nicht mehr. Pass auf, was du da sagst, Michel. Ja, dich meine ich. So, Vater. Hast du denn den Deckel gemacht? Ich hab mir gedacht, wenn's wirken soll, muss er wenigstens so heiß sein wie ein Bügeleisen. Warte, Anton, ich hol dir gleich was zum Einreiben. Das brauchst du nicht, ich steh lieber auf. Seit Michel wieder zurück ist, kann doch hier im Haus kein Mensch mehr richtig krank bleiben.